Herzlich willkommen, meine Damen und Herren, hier auf dem Kanal von The Little Brothers. Mein Name ist Nitro Niro und willkommen zu einer neuen Folge Angezockt. Ein Format, in dem wir euch innerhalb von einer halben Stunde ein Spiel zeigen und wir es eben dementsprechend auf vielerlei Aspekte eben gesamt bewerten, wie wir das finden. Und in diesem Format zeigen wir euch auch immer Spiele, die weniger als 5 Euro kosten, sodass sie nachher für den kleinen Geldbeutel gut geeignet sind. Heute befassen wir uns mit dem Spiel Scene. Ich habe das für 1,59 € bei Steam erworben. Der Link dazu findet ihr auf jeden Fall in der Videobeschreibung. Das Spiel ist ein Early Access Game und es sah für mich jetzt erstmal so ein bisschen wie Jump'n'Run aus. Und ehrlich gesagt, die Musik ist sehr melancholisch und alles so sehr, sehr traurig hier jetzt gerade angelegt. Ich bin mal gespannt, was uns erwartet und wie das dann letztendlich danach auch alles aussieht. Ich bereite nur gerade noch den Timer vor und würde sagen, wir gehen mal auf Play und starten das Ganze. It is better to seek light than to resist in darkness. Okay. Das stimmen wir mal auf. Okay. Ah, okay. Also er läuft automatisch. Wir können dann so. Huh. Gut. Gut. Das ist Hoffnung, was wir hier einsammeln. Je mehr Hoffnung, desto fröhlicher sind wir wahrscheinlich. Ach, da können wir nicht mehr hoch. Okay, ich verstehe. Das ist eine Katze. Oh! Nein, nicht hinfallen. Okay. Oh! Do my haters like I'm ready, just don't listen to them. Genau so ist es. Höre niemals auf die Leute, die dich mobben. Mach die Ohren zu. Oh. Disappointment. Nein, wir wollen nicht enttäuscht werden. Oh. Gott. Oh, das ist gar nicht mal einfach. Huiuiui. Ah. Oh. Nein, wir müssen da. Nochmal die Tür weiter. Wieso komme ich denn da nicht durch? Oh Gott, das ist gar nicht mehr einfach. Siebenunddreißig. Ist das jetzt gut oder schlecht? Ich weiß. Okay. Wir gehen einfach mal davon aus, dass es gut ist. Warum fällst du denn du die ganze Zeit hin? Nein, nicht hinfallen. Oh, okay. Ich nehme einfach mal die. Das war falsch, okay. Gut, dann die Mitte. Oh, the negativity of the world can put you down unless you allow it to get inside you. Goi Nasu. Oh. Oh nein! Nicht hinfallen! Oh nein! Okay, dann die hier? Okay. Oh! Ah! Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Nein! Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Alter Schwede. Oh, achso. Die Musik hat aufgehört. 2 und 8. 2 und die 8. Okay. Warum hat die Musik aufgehört? Springen. 2 und 8.
Oder muss ich da irgendwie die Zahl dazwischen, also die 4, 2, 4, 8, kann das sein? Weil hier ist ja, ach so, ja, natürlich, klar. 2, 4 und die 8. Verstehe. Okay. 2, 4. Nein, na, oh no. Ich bin auf die 7 gekommen. Och nö. Okay. Gar nicht mal so einfach. Aber wir kriegen das hin. Die Zeitlupe macht mich halt bloß immer so ein bisschen fertig. 2. Ach nein! Oh Gott! Warum? Warum denn? Das ist wirklich echt nicht einfach. Oh, Verzweiflung ist schon wieder mit am Start. Hallo Verzweiflung, wie geht's dir? Okay. Probieren es jetzt nochmal. Ah, wir bleiben ganz normal, wir bleiben ruhig. 2, 4, 8. Perfekt. Alter, lauter Menschen. Die sehen alle so traurig aus. Eis. 1, 2, 3. Also 3 Kügelchen. Okay, und jetzt? Wow. Also der gibt uns kein Eis. Oh nee. Nicht traurig sein, hey. Kleiner Mann. Warum bist du traurig? Was hast du? Was hat er denn? When the world pushes you to your knees, you're in the perfect position to pray. Rumi. Ehrlich gesagt, habe ich gerade ein bisschen Gänsehaut. Oh. Wundert die mich gerade ein bisschen auf, oder? Was liegt das aus? Na komm schon. Gib den Ruck. Du kannst das. Ha. Cool. Das zweite Level quasi geschafft, oder? Fos. Was steht da, ey? Ich muss noch mal kurz danach in der Nein! In der Aufnahme dann nachher mal nachschauen, was da stand. Nein! Oh Gott! Oh, das gibt's doch gar nicht. Warum falle ich denn da die ganze Zeit gerade runter? Wir bleiben jetzt in der Mitte.
Wohin führt uns die kleine Maus? Infinite Doors ahead. Okay. Unendliche Türen. Ich habe keine Ahnung, wo ich lang muss. What the fuck? Ach, warte mal. 1, 3. Und dann die 2, oder? Eins. Weil da flackern ja die Lichter gerade am Anfang und dann die 2. Müsste doch passen, oder? Oder umgekehrt? 3, 2, 1? Dann zumindest das Licht weg. Ja gut, dann machen wir mal 1. Dann machen wir die 3. Das fehlt ja mittendrin eine Zahl. Dann gehen wir nochmal zur 1, weil wenn wir die 2 machen, sind wir hier wieder zurück. Okay. Mal 1, 2, 3. Ich habe keine Ahnung. Und dann machen wir die 3. Und dann machen wir die 3. Ich habe keine Ahnung. 1. Und dann nochmal die 2. Probieren wir nochmal die 2 aus. Ein bisschen knifflig hier, ha? 1, 2. 3, 2. 3. 2. Zwei, glaube ich, jetzt nochmal, oder? Dann kommt die 1 und dann die 2. Ja, 1, 3, 1, 3, 1. Und dann, wie war die Reihenfolge? 2, 3? 1, 3, 1, 3, 2, okay. Also 1, nee, warte mal, ich kann mir das nicht einprägen, ey. Also 1, 3, dann haben wir 1, 1, 3, 2, okay. Also 1. 3. 3. Gehen wir zu 2. 1. Und dann machen wir 3. Und die 2. Hammer. Cool. 193 Punkte. Junge, 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 das Spiel ist emotional, das ist atmosphärisch, das fordert dich heraus. Ich finde es bis jetzt richtig cool. Kommen wir hier auf die Toilette? Was ist damit? Abgeschlossen. Press Shift. Ein Schlüssel. Was ist da damit?
kommen hier aber so schnell gar nicht raus. Ja, und jetzt? Hallo? Ich drück Shift, aber es passiert nichts. Ah, okay. Warte, ich will jetzt erstmal kurz gucken. Ging die Tür hier vorne auf? Nee. Die ging nicht auf. Aber was ist hier? Das ist die Katze. Oha. Nee, dann lieber weg. Ja gut, das Radio, klar. Bei dem ganzen Bullshit, was man da immer... Also, nicht wegen den Nachrichten, aber so... Das Schlechte in der Welt, was da immer übertragen wird und alles. Das wollen wir ja im Moment nicht hören, weil... Wir sind ja auf der Mission quasi, dass wir uns wieder... zurückbringen zur Fröhlichkeit. To get what you love, you must first be patient with what you hate. Ja, das sind alles weise Worte und ich krieg dauerhaft Gänsehaut. Mann! Geht's doch gar nicht. Was haben wir denn hier? Ist das ein Roboter? Nee. Was ist, wenn wir das dahin rauchen? Machen wir jetzt einfach mal und schauen, was passiert. Die Tür geht auf. Okay. Na. Kommen wir da so drauf? Gerade echt ein bisschen geflasht und auch irgendwo mitgenommen. Also wirklich jetzt. Wo geht's denn da hin? Nein! Nein, 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 nein! Fahr wieder hoch! Irgendwie habe ich ganz, ganz ungutes Gefühl bei der Sache. Okay. Hallo. Stopp es. Halt doch mal an. Wohin bringst du mich? Gefällt mir nicht. Irgendwie habe ich das Gefühl, dass es jetzt nicht unbedingt die geilste Entscheidung war. Hier geht's also nicht anders weiter. Wo sind wir? Huch. Mein Gott. Kann ich hier irgendwas reparieren? Okay, warte mal. Es hebt alles nicht. Warum hebt das nicht? Ich
Müssen wir hier erst... Da hinten ist was. Na, komm. Okay. Ein Schraubenzieher. Den können wir auf jeden Fall verwenden. Hoch, 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 hoch. Zack, 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 zack. So, und jetzt. Jetzt können wir das hier reparieren. Und, aber wir müssen ja das Teil hier ja noch ein bisschen in Schuss bringen. Und wie können wir die anderen Teile richten? Ach, ich verstehe, wir können das gar nicht richten. Verstehe. Ach, da geht's ja noch weit runter. Hallo? Eiscreme. Ach, der hat doch den einen verloren, oder? Oh nein, 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 nein. Nicht traurig sein. Nein, 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 nein. Nein, 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 nein. Wir finden da schon mal noch was. Wir finden da schon mal was. Okay. Gehen wir mal hier runter und schauen, ob hier irgendwas... Okay. Was kann ich eigentlich mit ihr hier machen? Schnurze, okay. Ach du liebe Zeit. Ah, jetzt müssen wir doch eigentlich hier... Okay, und jetzt? Können wir dann da oben was machen? Wenn wir jetzt den Guard ausgeschaltet haben? Oder... Oder können wir uns jetzt ein Eis holen? Das war ja der Oberhammer. Nee, ist immer noch an. Oh Mann. Bin ich jetzt gerade genauso enttäuscht wie der kleine junge Mann hier, den ich spiele? Boah, aber das Spiel, Alter. Junge, Junge, Junge. Ey, für 1,59 Euro muss ich echt sagen. Ich glaube, das ist das bislang beste angezockt, was ich hier gespielt habe hier. Also... Jetzt bauen wir hier erstmal wieder alles zusammen an. So.
Die Frage ist halt, warum tut das nicht? Muss ich das doch wieder umstürzen? Ach so, ja klar. Ja, ich sehe es gerade. Aber jetzt müsste es funktionieren. Ach so. Wobei, warte mal, ich habe da eine Idee. Und zwar machen wir das Türchen wieder auf. Wir wechseln das nochmal kurz. So. Damit müsste die Tür funktionieren. Machen die jetzt auf. Und machen sie jetzt defekt, dass die offen bleibt. Dann gehen wir wieder hoch und stellen das Ganze um, dass wir dann mit dem Fahrstuhl fahren können. Genau. Wunderbar. Oh oh. Kann ich nochmal zurück? Gibt es da irgendwie eine Kombination, die ich mir anschauen muss? Wollte mich schon sagen, also irgendwie kommt mir das ein bisschen komisch vor. Aua, aua, aua. Das war jetzt echt gerade laut. Wohin kommen wir? Nice. Also ich weiß nicht, ich finde das gerade echt sehr, sehr entspannt und sehr... sehr cool gemacht, tatsächlich. Wer ist das da vorne? Hallo? Wer bist du? Höh! Nein, du bist doof. Niemand mag dich. Du bist gemein, weil du erwachsen bist. Okay, dann gehen wir halt hier lang. Every time you fall down or take the wrong path, it isn't wasted. You will surely develop and grow over time. Oh man. Aber ich glaube, damit bin ich jetzt das erste Mal gestorben. Confirm change. Yes. Eigentlich... Ich guck mal gerade auf den Timer. Wir haben nur noch eine Minute. Ich will es eigentlich dabei belassen. Ich denke, das ist ein cooler... ja, ein cooler Endscreen. Also, Endscreen. Endscreen. Alter Schwede. Alter Schwede. Ich will jetzt hier gar keine großartige Bewertung machen, weil das ist für mich eine 10 von 10. Also, muss ich mir erstmal anders hinsetzen. Das Spiel ist wirklich sehr atmosphärisch. Es macht Laune. Es ist sehr challenging zum Großteil auch, weil man möchte ja immer irgendwie so möglichst viele Punktzahl, eine höchst. Oh mein Gott, ich muss jetzt erstmal meine Gedanken sammeln. Man möchte ja möglichst viele Punkte sammeln. Man möchte ja immer gut hier alles machen. Dann diese kleinen Tipps und Zitate immer zwischendurch. Boah, das regt zum Nachdenken an. Und es macht wirklich ein bisschen auch traurig, aber irgendwo auch wieder Spaß. Das ist eigentlich, so stelle ich mir ein Spiel auch vor. Ich meine, man muss ja jetzt hier nicht großartig viel machen. Man springt halt ein bisschen umher und löst so nebenbei Rätsel. Aber das macht es wieder ein bisschen anspruchsvoller. Von dem her eine 10 von 10. Also ich glaube, das jetzt zu toppen wird schwierig. Ich bin wirklich positiv überrascht und geflasht und beeindruckt.
Der Link auf jeden Fall ist unten in der Videobeschreibung. Ich werde jetzt auch das Auto hier nicht großartig einfügen. Ich hoffe, ihr hattet Spaß beim Zusehen. Wenn ja, dann lasst auf jeden Fall ein Like, ein Abo und einen Kommentar. Und dann würde ich sagen, wir sehen uns bei der nächsten Folge wieder. Bis dahin, macht's gut und habt einen geilen Tag. Und wie es in dem Video auch hier öfters mal hieß, gebt nicht auf. Immer positiv bleiben und es gibt immer für alles eine Lösung. Es ist nie zu spät, es ist noch nie für alles zu Ende und ja, macht's gut. Ciao.